Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, ist es heute eine Special-Folge. Denn ich habe tatsächlich einfach, ich habe angefangen mit meinem komischen Skin da, hatte ja gestern zur Folge erst 8 kleine Bilder, aber bis heute habe ich tatsächlich alle 46 Bilder fertig gemacht. Und ja, deswegen spielen wir heute meinen eigenen Charakter. Ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn findet. Da, man sieht ihn sofort, das wollte ich gar nicht. Crocker hat nämlich auch noch, wenn man ihn auswählt, hört zu, Leute. Hallihallo. Yeah. Er sagt Hallihallo. Oder Hallihallo, besser gesagt. Und ja, er wurbelt so ein bisschen rum. Achtet übrigens mal auf die Haare, Leute. Die bewegen sich und seine Arme bewegen sich und alles bewegt sich. Und das war, hat voll viel Zeit gekostet. Ich habe dafür so eine komische Software benutzt, die Aspiri-Soft oder sowas. Irgendwas mit A. Ach man, dieses Photoshop-Bild ist irgendwie voll komisch. Das ist ja mein Profilbild von YouTube. Nur ohne die Sonnenbrille. Und das zu pixelaten ist gar nicht mal so einfach, Leute. Und vor allem diese Bilder von dem Kleinen, die sind auch richtig komisch. Du musst so viele Bilder machen, das hat übelst viel Zeit gekostet. Aber ich bin richtig froh, was da rausgekommen ist. Ich habe ihn bisher übrigens noch kein einziges Mal gespielt. Und da ich weiß nicht, ob er funktioniert und so. Ich habe nur gesehen, dass er jetzt hier halt im Menü funktioniert. Und ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall auch Sachen hier reingeschrieben. Zum Beispiel hier, Decidius hat 3 HP. Seine Waffe ist ein Piranha. Wieso steht da nicht noch mehr drin? Da fehlt Zeug, Leute. Da fehlen ein paar Punkte. Egal. Ja, er startet mit einem Piranha, weil auf meinem Profilbild, da ist mein kleiner Dizzy auch ein Fisch. Deswegen fand ich, die Piranha-Waffe ist da ganz gut. Und die kennen wir vor allem schon. Die anderen Waffen kenne ich alle nicht. Und was steht denn hier? Dizzy startet, weil er ein fischliebendes Wolfsdrachen etwas ist mit der Piranha-Waffe und der N11. Alt. Okay, anscheinend war der Text zu lang. Oder er kann kein Äh und so. Aber warum ist dann Hegheit auch weg? Nagelfähigkeit stand da eigentlich. Ja, aber ja, Dizzy startet mit der Nagelfähigkeit, weil er toll ist. Er ist halt ein Wolf und ich dachte mir, jo, dann muss der wohl auch mit seinen Nageln angreifen. So, wir gehen einfach mal rein. Sonst bin ich hier nämlich die ganze Zeit voll süß. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe keine Ahnung, Leute. Richtig süß, Leute. Ja, Dizzy schießt auch langsamer. Also er... Lol. Seine Reichweite mit seinen Waffen ist ein bisschen geringer. Dass wir hier wieder klarkommen. Und die Waffen machen auch weniger Schaden, wenn sie angreifen. Denn ich möchte eigentlich, dass er mit seiner Nagelfähigkeit hantiert. Wie setzt man die eigentlich nochmal ein? Ah. Oh, dadurch kriegt man einen Schaden, wenn man die Nagelfähigkeit macht. Ah, da kommen so Nägel aus dem Boden raus. Das ist natürlich blöd, Leute. Das ist natürlich blöd. Ich dachte... Diese Geräusche, ey. Die Geräusche passen ja richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich dachte, die Nagelfähigkeit wäre irgendwie so Krallen oder so. Dass er dann eine Krallenfähigkeit macht. Das hatte ich mir vorgestellt. Dass man dann halt nah an Gegner rangeht und dass er die dann irgendwie kaputt schlitzt oder sowas. Das hätte ich gedacht, aber leider nicht. Dann verändere ich das vielleicht nochmal, bevor ich das in den Steam Workshop lade. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, Leute. Ich habe es noch nicht hochgeladen bei Steam, weil ich den erstmal selbst natürlich ausprobieren wollte. Und ja, wahrscheinlich werde ich das nochmal verändern. Wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten kennt, die vielleicht ein bisschen besser passen zu Dizzy, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich das nämlich abändern. Ansonsten, Artefakte droppen, glaube ich, seltener. Nee, ganz selten droppt eine neue Fähigkeit, weil ich ja wirklich eigentlich wollte, dass er mit seiner Fähigkeit die ganze Zeit so bleibt. Da ist, glaube ich, die Drop-Chance nur auf 0,3 oder sowas statt 1. Also um ein Drittel oder um 70% gesenkt. Hier bitte ich jetzt zur Luke, das ist okay. Ja, und sonst alles selbst gemacht. Der Skin ist alles selbst gemacht, alles selbst gepixelt, wie gesagt, in diesem komischen Programm, das wirklich richtig gut ist. Hat leider 15 Euro gekostet. Aber jetzt habe ich zumindest mal ein gutes Pixelprogramm. Weil ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich Probleme hatte mit meinem Programm, mit dem ich sonst immer meine Thumbnails und sowas erstelle. Damit ging das nicht so wirklich gut zu pixeln. Leider. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Aspirin-Komplex Pixel-Dings geholt. Und damit ging das wirklich richtig gut. Sehr, sehr toll. Da auch nochmal danke an den Kai, dass er mir das vorgeschlagen hat. Ist auf jeden Fall super gut für sowas. Und ich hoffe halt irgendwie, dass ich den Charakter auch irgendwie noch für Isaac benutzen kann. Wenn ich irgendwann mal wieder Isaac spiele, kann ja alles vorkommen, Leute. Weil dann habe ich mir die Arbeit nicht
nicht umsonst gemacht. Naja, sie ist ja nicht umsonst. Aber dann habe ich sie nicht nur für dieses Spiel gemacht. Das finde ich ganz gut. Und irgendwie ist mir die... Oh, warte. Ich glaube, ich habe das Fallschirm eingestellt, oder? Ich lade jetzt schneller nach. Ja. Oh, ich habe das ja noch Fallschirm gemacht. Ich habe die Zeit halt runtergestellt. Hier ist noch irgendwas. Verdoppelt die Menge an Münzen, die du derzeit hast. Okay. Oder wir kriegen 10 Münzen dazu, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mein Spiel ist wieder rausgetippt. Ja. So, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe die Zeit runtergestellt für den Reload. Und ich dachte, dadurch muss man länger nachladen, aber es ist genau falsch rum. Also das muss ich dann auch nochmal abändern. Weil sonst ist mir Dizzy gerade zu OP. Allerdings ist das halt auch... jetzt ist die Nagelfähigkeit natürlich auch anders. Und ich dachte halt mal, es gibt vielleicht eine Fähigkeit, mit der man wirklich so Krallen machen kann oder so, dass man dann quasi so ein Nahkämpfer ist. Das würde ich mir halt wünschen für Dizzy irgendwie. Verringert die Waffengenauigkeit. Na gut, von mir aus. Ja, ansonsten die ganzen Sounds auch selbst gemacht. Und das gefällt mir voll gut, wenn er aus der Lücke rauskommt, dieses ha, uff. Das gefällt mir irgendwie am besten gerade. So von den Sounds her. Richtig schön. Ist übrigens gar nicht so schwer, hier einen eigenen Charakter sich zu erstellen. Könnt ihr auch selber machen. Und wie gesagt, sehr, sehr löblich vom Programmierer, von dem Publisher. Der hat eine Anleitung gemacht, wie man seinen eigenen Charakter erstellen kann, etc. Und ja, ich find's richtig cool, dass diese Haare wobbeln. Das war gar nicht so einfach, das zu proggen, aber es hat anscheinend funktioniert. Die Ohren bewegen sich. An sich sollten auch die... Warte, kann man irgendwie hüpfen? Man kann irgendwie hüpfen, aber ich weiß leider nicht wie. Weil dann wobbeln auch die Seitendinger da. Er sieht vielleicht nicht ganz so aus wie ein Wolf, sondern eher wie so ein Hamster oder sowas in einigen Einstellungen. Aber man erkennt ihn, glaube ich, oder? Ich hoffe schon, Leute. So, und ihr habt gesagt, hier, wenn über der Tür so eine Lampe ist, dann ist das anscheinend der Shop. Deswegen bin ich da gerade nochmal stehen geblieben, Leute, sorry. Und ja, es hat... Das ist immer noch so toll. Ach, ich mag's. Oh ja, das sind die Shops. Danke dafür. Finde ich übrigens super geil, wie viele Kommentare ihr schreibt, um mir zu helfen und so. Macht Spaß, finde ich. Wenn du Schaden nimmst, hält jeder Gegner ein Schaden. Wirkt einmal pro Level. Finde ich gut. So, hier könnten wir eine neue Waffe uns holen. Eine goldene Waffe. Aber ich glaube, ich mag meine Waffe gerade. Deswegen, wir gehen so weiter. Ach man. Ja, aber dieser Skin wird auf jeden Fall dann auch noch irgendwann im Steam Workshop kommen. Also wenn ihr den dann auch selber spielen wollt, dann werde ich ihn auf jeden Fall anbieten. Allerdings erst, wenn ich halt wirklich mit dem Charakter so zufrieden bin. Gerade ist auf jeden Fall sehr gut spielbar, aber ich glaube, er ist ein bisschen zu stark. Vor allem halt das mit der Cooldown. Finde ich ein bisschen komisch. Huge, ich bin huge. Bah, 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 bah. Das muss ich auf jeden Fall nochmal anpassen. Zwei Dinger. Ich hoffe, ich merke mir das. Kannst du bitte einfach... Aua. Oh Gott, ich habe nur noch ein Leben. Oh Gott, ich werde sterben. Ich will nicht beim ersten Gegner sterben. Oh Gott, was passiert hier? Nope, das hat nicht getroffen. Wir können natürlich die ganze Zeit spammen. Weil die greifen ja auch an, wenn sie einfach nur auf dem... Ich habe so Angst, Leute. Kriegt man Schaden, wenn man gegen den Gegen läuft? Diese Piranhas machen ja auch Schaden, wenn sie einfach nur auf der Map sind. Stirb, stirb, stirb. Ich würde gerne meine Nagelfähigkeit einsetzen. Aber wenn die mir jedes Mal ein Leben abzieht, oh, ist das natürlich irgendwie assig. Jetzt kann ich das natürlich machen, weil da so ein Herz hinliegt. Mann, ich mag diesen Gegner gar nicht. Der ist irgendwie komisch, der Design dieser Gegner. Richtig komisch. Man muss so richtig lange da warten, damit man irgendwas macht. Hier, nimm das. Jetzt ist das eine Herz leider weg. Und so viel Schaden macht diese Nagelfähigkeit gar nicht. Ich dachte, die macht mehr Schaden, wenn sie einen schon selber Schaden macht. Ach man, dieser Gegner, ohne Witz. Wahrscheinlich ist das so geplant, dass man hinter dem... Oh, shit. Dass man hinter dem Holzflock bleibt. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen konzentrieren, damit ich hier nicht sterbe. Dass er dann halt schießt mit seiner Zunge. So ist das wahrscheinlich geplant. Aber so geht's ja auch. So, den sollten wir auf jeden Fall besiegt haben. Da ist auch noch ein Herz. Nein, komm, schieß ihn doch ab. Okay, er ist tot, ne? Ja, sehr gut. Aber wir kriegen richtig viele Herzen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das eingestellt habe mit den Herzen. Ob mehr Herzen droppen oder nicht. Goldenes Herz plus eine Münze, wenn du Schaden erleidest. Okay, nett. Haben wir hier explosives Herz. Droppt Herzen, wenn die Explosion verschwindet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nee, schlecht. Wenn die Explosion verschwindet?
Was dann für eine Explosion? Ich weiß nicht, was für eine Explosion. Fähigkeit für 3 Sekunden unbesiegbar zu sein. Okay, neue Fähigkeit. Wir haben trotzdem eine Fähigkeit bekommen. Dann glaube ich, man kriegt bei jedem Boss immer eine neue Fähigkeit, weil die Fähigkeiten, dass sie droppen, ist auf jeden Fall sehr geringer eingestellt. Aber ich, diese Nagelfähigkeit ist wirklich mega kacke. Die muss ich dann nochmal verändern. So, schön. Wieder hier. Das freut mich doch. Aber ja. Oh Gott, die haben ja richtig viel Damage gemacht. Ich weiß immer noch nicht. Lol, da bin ich aber tot. Ich weiß immer noch nicht, wie lange ich dieses Let's Play machen werde. Und ich hoffe einfach mal. Aber da seht ihr auch, wie er aussieht, wenn er tot ist. Da weiter so ein bisschen und ist grau und blöd. Okay, warte, ich werde ihn nochmal kurz verändern und dann spielen wir gleich nochmal mit dem Dizzy, wie ich ihn mir vielleicht vorgestellt habe. Von daher, bis gleich. Ich habe den jetzt einmal angepasst. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Hallo. Huiuiui. I like. Anscheinend, ich hab da nochmal reingeguckt, wie ich ihn programmiert habe. Anscheinend ist das die normale Geschwindigkeit hier. Ich habe weder die Reload hier runtergesetzt noch hochgesetzt. Ich habe ihn jetzt als Fähigkeit die Ironflügel gegeben, weil mein OC ist ja ein Wolfsdrachen etwas und ja, weil die Nägel ja leider doof waren, ist jetzt die Fähigkeit. Diese Iron-Dinger, so viele Fähigkeiten gibt es halt auch gar nicht. Ich glaube, es gibt 8 Fähigkeiten oder sowas, die man mitnehmen kann. Und eigentlich waren jetzt nur die Nägel und dieses Iron-Dings das, was irgendwie gepasst hat. Dieses Iron-Ding macht ja, glaube ich, dass, wenn man es einsetzt, dass man dann für kurze Zeit schneller schießen kann, ne? Ich glaube, das war das. Von daher, das wird dann eigentlich auch passen, wenn ich das nehme, zusammen mit einer schlechten Reload-Time. Aber mal gucken. Je nachdem, was ihr sagt, Leute. Aber so viele Fähigkeiten gibt's halt gar nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Skin sagt. Und auch, wie ich den vielleicht noch anpassen soll. Dann könnt ihr da gerne noch mitentscheiden, was wir so machen sollen. Ich habe so die Befürchtung, dass diese Piranha-Waffe einfach schon viel zu stark ist für den Anfang. Naja, machst du nix. So, warum gehe ich hier hin? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nichts, ne? Nö, ich habe nichts. Also, dann können wir wieder gehen. Ihr habt mir auch gesagt, oder man kann sich das so vorstellen, jetzt raff ich auch das Spiel endlich. Man kann sich das Spiel so vorstellen wie bei Isaac natürlich. Einfach in dem Mann, da bin ich auch so gar nicht drauf gekommen. Aber man kann sich das so vorstellen, dass das natürlich jedes Mal, wenn man in einen neuen Raum reingeht, dass das dann quasi, also jedes Mal, wenn man in eine Tür reingeht, dass es dann quasi ein neuer Raum ist, wie bei Isaac. Also das ist ja alles eine Ebene, in der wir jetzt gerade sind. Nein, das Geld ist despawned. Das ist ja lame. Und jedes Mal, wenn wir halt in den neuen Raum reingehen, dann sind wir halt wirklich in den neuen Raum. So wie ein neuen Raum auch in Isaac ist. Und das hat mir irgendwie noch gefehlt, dass ich da so einen Lichtblick habe. Und deswegen ist es eigentlich auch besser, nicht sofort zum Boss zu gehen, solange man noch die Möglichkeit dazu hat. Das hat auch... Na, lol. What? Ich bin einfach instant gestorben. Oh, lol. Okay, nochmal. Deswegen ist es eigentlich gut, nicht sofort zum Boss zu gehen, sondern ein bisschen zu warten, bis man dahin geht. Und dann erstmal die Ebene zu klären, wie man das halt auch bei Isaac macht, denn es gibt dann halt auch noch den Shop pro Ebene, denke ich mal. Und man kann halt Schlüssel finden und alles Mögliche. Und deswegen sollte man eventuell so lange in der Ebene bleiben, wie es auch geht. Und das finde ich irgendwie besser, dann weiß man wenigstens, was man zu tun hat. Und so und geht nicht einfach nur schrecks zum Boss und hat auch so ein bisschen eigene... Ja, man kann selbst entscheiden, wo man hingeht. Springer hat Laufgeschwindigkeit, das ist okay. Denn ihr müsst wissen, klein Dizzy hier hat einen 1,3er Speed von Anfang an. Und nicht nur einen 1er Speed. Er ist ein bisschen schneller. Ich habe ihn halt wirklich eigentlich so ausgelegt gehabt, dass er im Nahkampf angreifen sollte. Schade, dass das jetzt halt nicht geht. Deswegen habe ich ihn ein bisschen schneller gemacht. Wollte eigentlich, dass er dann halt langsamer schießt. Und dass er dann halt immer mit seiner Fähigkeit angreift. Deswegen ist die Cooldown von seiner Fähigkeit halt auch runtergesetzt. Ach, die ist jetzt immer noch runtergesetzt, ne? Das ist natürlich blöd. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich werde den auf jeden Fall noch mal ein bisschen verändern müssen. Je nachdem, was ihr sagt und was mir noch so einfällt. Aua! Ich bin doch gleich schon wieder tot. Das ist doch nicht cool. Ich will nicht sterben. Sterben ist nicht toll. Ich will zumindest noch was zum ersten Boss kommen. Jetzt ohne Witz. Nein! Mann, ich schaff nicht mal mehr die ersten Sachen hier. Was ist denn los? Mann, ey. Ja, Leute, habt ihr auch schon einen eigenen Charakter gemacht. Ist ein bisschen nervig, weil man so viele einzelne Bilder machen muss. Viele Bilder sind natürlich auch doppelt. Aber hat trotzdem mega lang gedauert. Also ich glaube, ich saß jetzt an diesem Skin, inklusive neuer Software suchen etc., um das zu machen. So 6 Stunden, glaube ich. Ja, 6 Stunden kommt, glaube ich, hin.
mit allen Bildern machen. Sich erstmal überlegen, wie er überhaupt aussehen soll in Pixelgrafik. Dropmünzen, okay. Und mit dem Sound. Der Sound hat aber nicht so lange gedauert tatsächlich. Was richtig blöd ist bei dem Skin, bei der Skin-Erstellung vor allem, da gibt's halt eine JPG-Datei, also eine Bilddatei, die geht 19 Bilder lang, 19 einzelne Bilder, ja? Und das ist diese Sprunganimation ganz am Anfang, wenn man den Charakter auswählt oder ausgewählt hat. Da kommt dann, da springt er einmal kurz so hoch und diese Animation ist einfach 19... Boah, ich habe hier richtig Angst, alles explodiert und so. 19 Bilder lang. Und die sieht man einfach nur eine Sekunde im Spiel. Einfach nur, wenn du ihn einmal auswählst und danach siehst du es nie wieder. Also, Mann. Die Datei, die mir einfach am meisten Zeit gekostet hat, die sieht man am wenigsten im ganzen Spiel. Obwohl, stimmt nicht, denn es gibt auch noch eine andere Jump-Animation und die sehe ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, wann die kommt. Ach doch, die Jump-Animation kommt, wenn man hier reingeht, ne? Oder wenn man da rausspringt wahrscheinlich. Ach, die ist das. Jetzt raff ich das. Jedes Mal, wenn man aus der Luke rauskommt, vielleicht... Da, ach ja, doch, stimmt. Jedes Mal, wenn man rausgeht und auch wieder reingeht, da ist diese Jump-Animation. Okay, die sieht man wenigstens. Hier, ich hab was für dich. Gib mir bitte ein Herz dafür. Dankeschön. Sogar... Ja, ein zumindest. Bosse geben mehr Beute ab, wenn Spieler während des Bosskampfes keine HP verlieren. Okay. Finde ich gut, dann ist das auch so ein bisschen wie bei Nuclear Throne. Ne, bei Enter the Dungeon, da ist das, ne? Wenn man da einen Boss besiegt, ohne Leben zu verlieren, dann kriegt man ja auch so ein Lebensupgrade dazu. Und was weiß ich alles. Gefällt mir ganz gut. Ach ja. So, was haben wir hier für ein Artefakt? Tod! Du stirbst sofort, indem du jeden Feind berührst, doof. Ah, da fällt mir gerade noch eine Sache ein, wo ich das gerade auf Deutsch lese und sehe, ja, die Übersetzung ist blöd. Ich wollte das eigentlich nochmal auf Englisch stellen, weil auf Englisch scheinen die Texte besser zu sein. Die deutsche Übersetzung ist bisher noch nicht so gut. 50% weniger Waffenreichweite, ja, YOLO, gib her. Da kann ich doch easy peasy mit leben. Aber ich finde, es hat tatsächlich auch Spaß gemacht, den zu pixeln. Sonst hätte ich das auch nicht so viele Stunden auf einmal gemacht. Obwohl ich sagen muss, ich kann natürlich mehrere Stunden am Tag gerne am PC rumklickern. Aber jetzt bei den Pixeln, da war schon sehr viel gleiche Klickerei. Und da, wenn ich das mache, dann werde ich immer so ein bisschen nervös irgendwie. So innerlich. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Dann habe ich irgendwie keinen Bock zu. Dann ist mein ganzer Körper so ein bisschen angespannt, wenn ich immer wieder dasselbe mache. Deswegen wäre, glaube ich, auch jeder Job, verdammt, wo ich den ganzen Tag nur dasselbe machen muss, immer dasselbe klicken muss, bla bla, richtig schlecht für mich. Ich glaube, da würde ich einfach kaputt gehen, weil... So. Okay, hier, schneller angreifen, pow, 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 ich keil dich, ich kill dich. Da habe ich mir mehr erhofft. Lalala, immer dieser Newt. Ich finde es ein bisschen schade, dass der erste Boss immer derselbe Boss ist. Dass sie anscheinend immer in der gleichen Reihenfolge kommen. Aber ich glaube auch, die Entwickler werden natürlich noch ein bisschen nachliefern, oder? Ich meine, ich glaube jetzt in den letzten Monaten kamen auch ein paar Updates. Ich weiß halt nicht, wie viele und wie viel da geändert worden ist. Sollte ich vielleicht auch mal reingucken. Also ein paar mehr Bosse wären halt noch recht schön. Ein paar mehr Waffen, ein paar mehr Fähigkeiten. Alles ein bisschen mehr, Leute. Von allen so ein bisschen mehr, das wäre toll. Aber immerhin habe ich jetzt einen eigenen Charakter mehr. Das ist wirklich sehr positiv in diesem Spiel. Dass man sich seine eigenen Charaktere erstellen kann und halt auch deren Stats und sowas verändern kann. Dass man da wenigstens nicht auf den... Come on. Auf den Entwickler angewiesen ist. Aber ja. Gegen Newt kommen wir schon mal ganz gut an. Plus 1 Max HP, mega gut. Hier haben wir noch so eine komische Kugel. Die Fähigkeit, das Schild vor Projektilen für 5 Sekunden zu schützen. Was auch immer. Nee. Nee, will ich nicht. Nee. Guck mal, wie viel hier gedroppt ist, einfach weil wir keine Leben verloren haben. Chance, dass der Schuss deiner Waffe 2-mal mehr Schaden verursacht. Nett. Entfernt alle deine Münzen dauerhaft. Ja, von mir aus. Ich brauche keine Münzen, ich bleib bei meinem Stuff. Dizzy ist stark genug von Anfang an. Keine Beute von Feinden. Oh, das ist mega bad. Keine Beute von Feinden. Komm, nehmen wir auch mal mit. Ich hoffe... Jetzt haben wir natürlich schon ein Artefaktenlevel von 3. Da sollten wir dann auf jeden Fall mega viel... Und wir haben auch gleich schon den Shop. Mega gut. Dann sollten wir gute Sachen bekommen. Von dem... Komischen... Von der Möwe da oder was das ist. Das ist gar keine Möwe, ne? Das ist ein Rabe oder so. Keine Ahnung. So. Hier, hallo. Ab in den Shop. Da habe ich übrigens auch richtig viele Kommentare bekommen, dass ich dumm bin,
und den Shop nicht erkenne, obwohl ich gemeint habe, dass ich ja darauf achten will, wann der Shop kommt. Hier, 3 Artefakte für dich. Was bekomme ich dafür? Tolle Sachen. Erhöht Normalgeschwindigkeit und Feuerrate. Mega gut. Plus 2 Max HP. Oh, wir kriegen richtig viele HP hier. Chance, mehr Beute zu bekommen. Genau das Gegenteil wie immer. Kriegt man immer das Gegenteil von dem, was man als Artefakt hergegeben hat? Verringert die Cooldown-Zeit für aktive Fähigkeiten um 15% auch nochmal. Alles mega gut. Wir haben jetzt halt gar kein Geld mehr. Ach doch, ab jetzt kriegen wir wieder Geld, ne? Na denn. Und noch eine Sache, die ihr meintet. Ich habe leider den Kommentarschreiber vergessen, der das geschrieben hatte. Aber der weiß schon, was gemeint ist. Wenn man getroffen wird, dann scheint auf der Map irgendwo... Also das, oder es besteht die Chance, dass irgendwo auf der Map irgendwas blau blinkt. Und da soll es dann Geheimräume geben. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man da dann reinkommt. In die Geheimräume. Ob man dann einfach nur dagegen schießen muss oder so. Aber es gibt anscheinend wirklich Geheimräume. Hier lebt auch noch irgendwas. Sogar noch 2 Gegner. Hallo, was ist denn jetzt los? Stop. Das ist ja vielleicht auch noch so eine Sache in diesem Spiel. Dass einfach irgendwo anzeigt, wie viele Gegner noch im Raum sind. Ach, ich bin richtig glücklich, dass das Skin so funktioniert und dass nicht irgendeine Kacke passiert ist. Weil wie gesagt, ich teste ihn jetzt auch das erste Mal und ich bin richtig froh, dass das alles geht. Die einzige Sache war, dass ich bei der Auswahl, bei den Porträts da, dass das einmal rechts, also nicht mittig war. Da war das in diesem Auswahlbildschirm nicht da, wo er sein sollte und das musste ich dann nochmal anpassen. Aber das war die einzige Sache, die ich verändern musste. Oh, ich bin richtig zufrieden damit. Das ist richtig toll. Okay, wir haben so wenig Geld. Ich glaube, so eine 13er Waffe würde ich mir tatsächlich kaufen. Ach, kann man versuchen, die zu klauen? Oder warum ist der Typ da? Rasierpistole. Klingt halt auch geil. Aber bisher bin ich nicht so wirklich angewiesen auf neue Waffen. Ich glaube, das kommt wirklich erst, sobald wir... Hilfe. Sobald wir in der Wüste sind, weil da sind wirklich mega assige Gegner, finde ich. Ich meine, ich weiß nicht, was danach noch kommt. Danach kommt bestimmt noch viel assigere Gegner. Aber mal gucken. Sieht auf jeden Fall gerade gut aus von den ganzen Artefakten und so, wie die bekommen haben, dass wir noch weiterkommen als die Wüste. Weil wir haben einfach 6 Leben, Leute. So. Und das hier zählt anscheinend als eigenständiger Raum. Also das ist hier kein Geheimraum. Das habt ihr mir auch noch erzählt. Ach, was kriegen wir Schönes? Eine Münze. Geil, danke. Ich habe mir schon immer eine Münze gewünscht. Mit einer Münze kann man richtig viel machen. Na komm, wir waschen die jetzt mal ein bisschen durch. Pow, pow, pow. Und ihr meintet auch, dass diese explosiven Dinger da, diese grünen Teile, die uns da gerade verfolgt haben, dass wenn die Wand berühren, dass sie auch explodieren. Und diese Geister kommen nur raus, wenn man die Grabsteine angreift. Alles so kleine Sachen und ich finde es richtig cool, dass ihr mir da auch immer helft. Das so ein bisschen mit der Community rauszubekommen, finde ich toll, Leute. So, du kannst keine Herzen aufnehmen. Ist okay erstmal. Was haben wir hier noch? Chance, eine Münze. Ach, oder einen Schlüssel zu verlieren, wenn du das nächste Level betrittst. Das ist ja mega bad. Solange es nur Schlüssel sind, ist okay, aber alles andere. Wieso leuchtet die Augen von dem Typen da so grün? Ach, das bedeutet, dass da noch ein Geist rauskommen kann. Du hast... Au! Toll. Blöder Kackgeist. Holy shit. So, und habt ihr gemerkt, Leute, ich bin mal nicht zum Boss gegangen. Wir machen hier erst den Raum fertig. Denn, aber ich glaube, wir waren schon mal im Shop, ne? Wir können keine Herzen mehr aufnehmen. No! Genau das will ich nämlich weggeben. Dieses Artefakt, dass wir keine Herzen aufnehmen können. Das ist nämlich mega bad. Oh Gott, der macht 3 Schaden, der Dude. Shit. Es sind hier so viele Herzen, aber wir können sie einfach nicht mitnehmen. Wir brauchen ganz dringend einen Shop, um diesen Kack loszuwerden. Ist hier ein Shop? Nee. Oh Kacke, ich glaube, dann sterbe ich hier. Nein, der One lief doch so gut. Hilfe, Hilfe, ein Geist. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich sterbe locker in diesem Raum. Die Gegner sind hier komisch. Überall diese Aliens. Okay, ich lebe immer noch. Noch bin ich nicht tot. Oh, so viele Herzen hier. Ich hätte dieses Artefakt nicht mitnehmen sollen. Dann wäre dieser One, glaube ich, richtig gut gelaufen. Aber das ist ja auch irgendwie der Sinn des Spiels, ne? Die Gier. Das Spiel möchte einem die Gier austreiben oder beibringen, dass man nicht zu gierig wird. Oh Gott, ja, scheiße. Weil wenn man zu viele Artefakte mitnimmt, die einen einfach zu doll verschlechtern, dann ist das nicht gut. Shit, ich hatte 6 Leben. Einfach verdoppelt die Leben. Das hätte richtig der gute One werden können. Ja, aber ich würde dann sagen, das war's dann mit dieser Special-Folge. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge für Dizzy mitgeben. Wie der vielleicht noch verändert werden soll. Und wenn ich dann mit dem zufrieden bin, dann werde ich ihn auf jeden Fall auch in
den Steam-Workshop hochladen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem. Top-notch, ich finde den toll. Ich finde vor allem das toll, dass die Haare so rumwobbeln. Das ist richtig schön. Ach, ich mag das. Ja, aber dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Skin gefällt euch. Und ja, bald dann auch im Steam-Workshop. Werde ich dann auch in die Videobeschreibung verlinken. Und dann ja. Wenn euch der Fahrt gehalten, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.